Holy shit, was geht denn bei euch ab? Ey, Julia fragt sich gleich, Julia schreibt mir bestimmt gleich eine Sprachnachricht. Was meinst du genau? Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. So, wir schauen uns Julias Video an. Rezos Video ist nämlich ein bisschen kritischer. Ich bin mal gespannt, was alles drin geblieben ist. Ich durfte so einmal noch, wo das unendlich rough war, super lang das Video war, noch mal ein bisschen reinschauen, noch mal ein bisschen sagen, was nicht rein soll, weil das eher ein kritisches Video war. Unser Video war auch kritisch, also ich glaube, dass wir jedes Mal, wenn wir zusammen sitzen, halt immer nochmal versuchen, eine Grenze höher zu gehen. Ich glaube, das ist das einzige Ziel, was wir haben. Julia geht mit dem Content, bleibt immer mit dem Content so und Rezo und ich denken immer, okay, es muss noch krasser werden. Diese Brillen sind auf jeden Fall schon sehr swaggy. Das ist so ein Trend, da lacht jeder drüber. Warum ist das so buttrig hier? Okay, so. Also, darf ich die diesmal selber machen? Weiß ich nicht. Also vielleicht rede ich rein. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau. Hier auf diesem Kuchenback-Kanal. Wir backen aber gar keinen Kuchen. Ich habe heute mal wieder die zwei Rentner dabei, die mir immer ins Wort fallen. Nein. Und mir nie ausreden mich lassen. Nie ausreden lassen. Haben. Können. Ich glaube, das ist immer der schlimmste Moment für Julia, die Anmoderation zu machen. Genau. Wir backen heute Kuchen. Kekse. Nein. Kekse. Oh, Kekse. Ja. Genau. Voll ja. Spannend. Aber. Aber. Nicht Kuchen. Nein, wir backen keinen Kuchen. Aber wäre voll langweilig, einfach nur Kekse zu backen. Wir werden das blind machen. Ja, blind. Und wir werden richtig schön dabei aussehen. Ah, toll. Da freue ich mich jetzt, das ja, anzuziehen. Mega. Sieht ja bestimmt gar nicht dumm aus, oder? Komm, wir können das so aufsetzen. Boah, Alter. Oh, das ist ja eng, ey. Was geht da, Freunde? Das sieht so dumm aus, einfach sieht so dumm aus. So, wir haben hier so richtig viel Shit. Ja. Ja, Mehl. Wir haben. Und Vanillezucker. Ja. Und Schokolade, so richtig krasse Sachen. Ich lese euch jetzt einmal das Rezept vor. Mhm, ja, dann setzen wir diese Dinger auf und dann sehen wir gar nichts mehr. Also prägt euch ein, was hier so liegt. Ah, okay. Da habe ich auch nochmal richtig krass gemerkt, was ich für ein fucking Kurzzeitgedächtnis habe. Die hat mir dieses Rezept gezeigt. Ich gucke so, ja, check, easy. Weg, Handy weggelegt, es war alles komplett weg. Aber hört auf zu sagen, dass ich ein fucking Rentner geworden bin, das hatte ich immer schon. Hatte ich fucking immer schon. Das und übrigens, das sollte man sich merken. Es könnte auch Zucker sein. Ja, aber wir haben hier nur den Zucker in dieser Verpackung. Boah, schnell merken. Ja, das fühlt sich anders an als das hier. Ja doch, das kann man merken. Übrigens, wer am Ende so die besten Kekse hat, der hat gewonnen. Wer bestimmt, wer die besten Kekse hat? Die Menschen hinter der Kamera entscheiden dann. Ja. Also ich lese es jetzt einfach also ich, die Anmoderation war fucking 2 Minuten lang. Ich habe ein bisschen viel reingeredet. Also wir wollen blind Kekse backen. Simple. Very simple. Für zwei Dudes so wie Rezo und wie mich, die es noch nie gemacht haben. Schwer. Ja. Wir brauchen 120 Gramm Margarine. 120 50 Gramm brauner Zucker. Das ist 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, warte, langsam, ein Teelöffel Gramm Vanillemark. Zucker. Wie viel ist denn 50 Gramm? Guck mal, mein verzweifelter Blick. Ich so, oh Gott, wie in der Schule. 0,5 Teelöffel Salz, ein Päckchen Vanille. 170 Gramm Mehl und 100 Gramm Schokotropfen. Hallo, ich hab's nicht gesehen. Ich muss es doch noch mal sehen. Aber das müssen wir jetzt auswendig rekonstruieren. Was? Niemals! Du hast die Liste abgetippt, gegoogelt. Gerade eben! Ja, aber das heißt, ich habe sie erst einmal gesehen jetzt. Okay, ich gehe jetzt nochmal langsam vor. 150 Gramm Margarine, das sind 500 120 Gramm. Steht. 120, Entschuldigung. Das sind 500, also so ein Stück vielleicht so, ne? Easy. Dann ein Teelöffel Vanillemark. das ist nicht der Sinn. Dann 0,5 Teelöffel Salz, 170 Gramm Mehl und 100 Gramm Schokotropfen. Haben wir, cool. Ja. Wie viel war das nochmal mit der Schokolade? Ja, ist egal. So, aber okay, ich sehe Rezo auch kurzer Gedächtnis. Aber ich glaube, es ist immer so, wenn du keinen Bezug zu dem Thema hast, wie zum Beispiel Kekse backen, dann ist es schwierig, das in den Kopf zu behalten. Okay. Aber ich dachte, ja, ich denke auch, man kann ja auch so ein bisschen freier sein. Ja, man kann ja auch, Kuchen kann ja sprechen. Hauptsache, es ist aber gar kein Kuchen. Vielleicht mach ich Kuchen. Ey, ich hab mir nichts gemerkt. Ich hab alles vergessen. So, ich weiß auch nicht. Seid ihr ready? So, seht ihr noch was? Nee. Okay. Ich schlag mal, ey, das Geile ist, ich sehe jetzt zum ersten Mal, was verdammt nochmal passiert ist. Weil als ich die Kekse gebacken habe, waren auf einmal Dinge drin, wo ich dachte, hä, what the fuck? Und wir haben ja uns jetzt nicht das ganze Footage angeschaut. Das heißt, ich sehe zum ersten Mal, was eigentlich passiert ist, weil ich das ganze Video über blind war. Ja, okay, ich starte jetzt los. Schon. Ich starte einfach. Hallo. Hallo, nein, geh doch mal weg mit deinem Arm. Nein, du gehst ich weg. Ich glaube, ich habe Margarine in der Hand. Das waren 170 Gramm Mehl, ne? Das ist so
schlimm, nicht zu wissen, ob man selber ist, über den die lachen. Ich habe irgendwie Angst. Hey, was hast du denn jetzt getan? Ich habe Margarine in dein Dings getan, oder nicht? Nein! Kerl, hör mal auf! Oh, danke. Okay, ich sehe jetzt schon, Riso hat die ganze boykottiert. Was habt ihr jetzt? Ich glaube, das ist... Ja, das passt schon. Hä? Könnt ihr mal aufhören jetzt gerade so hier? So, wie viel Margarine habe ich jetzt hier drin? Ich glaube, es ist genug. Du hast mir viel zu viel Margarine gegeben. Ja, dann achte doch drauf, was du tust. Hat jemand Rohrzucker gebrochen? Geh von meinem... Ey, das ist so... Wie viel Mehl war das? 170. Warum erzähle ich dir überhaupt? Ey, wo ist dieser Rohrzucker? Ey, Julia, einfach komplett voll gebuttert. Aber dennoch ist sie immer noch pretty. Auch, Julia, voll in Butter, immer noch sehr hübsch. Sehr viel Morgen. Wenn sie voll gebuttert ist. Hast du schon dieses Päckchen Vanillinzucker? Ja. Ja, hast du schon? So los ja. Einfach. Hast du jetzt zwei? Oh mein Gott, doof, Mann. Ja, was ist das hier? Oha. Warum ist das so butterig hier? Ja, weil ich sie angefasst habe. Hier von Teelöffel, ne? Wie viel ist denn auf? Wollt ihr eine Schere? Nein. Hier, Ju, kommt hier was? Schere. Sag mir, wenn ich meinen Finger schneide. Thomas, ey. Hier eine Schere. Ist eine Schere, bitte. Schneid dich nicht damit. Was tust du denn? Nein, was tust du denn? Ich gebe dir jetzt auch eins zu viel. Das ist nicht fair. Ich glaube, das ist ein Teelöffel. Ey, stell dir mal, aus Sallys Welt wäre da gewesen. Ich glaube, die hätte geweint die ganze Zeit, weil es so schlimm ist für sie, so etwas zu sehen. Weil wir so wack sind. Ja, ich versuche einen Teelöffel zu messen. Was ist denn das? Soll ich jetzt Zucker reintun? Nee! Ich mach's. Ist das der Zucker? Ja. Okay. Hey, warum lachen wir denn alle so? Ich verstehe das nicht, wie das aufgeht. Wie viel Salz soll ich nochmal rein? Hey, Julia, hilf mir, mach das mal auf. Ich dachte, ich guck mal und esse es mal, dann weiß ich, was es ist. Ah, da sind die Schokodinger. Mm. Wie viel davon? Weiß ich nicht mehr. Hä? Oh, wie hilflos ich einfach bin. So, ich weiß gar nicht, sitze ich noch am Tisch gerade? Ey. Alter! Ey, was ging bei Julia ab? Ey, warum? Hey, was passiert denn mit meiner Schüssel? Hast du mir da was reingetan? Nein! Ey, aber was gibt's denn jetzt noch? Ich hab Schoko drin, ich hab Margarine. Ey, wenn ich blind bin ich so lost. Ey, dammit. Also ich hab immer noch keinen Zucker. Ja genau, wo Zucker. Wo ist der blöde Zucker? Warum lacht ihr so? Ist das Mehl? Ich hab hier Mehl, ja, hier. Was ist das? Ey, Riso, ey, du bist ein Wichser einfach. Wo ist denn Salz? Ich hab Salz, aber ich weiß nicht, wie es aufgeht. Gib doch mal Salz. Ja, ich weiß doch nicht, wie das aufgeht. Ja, das geht. Wieso ist da jetzt so viel Mehl bei mir drin? Och Mann, du bist so doof. Du ich machst das. Nein. Alter Riso. Alter, wie... Ich hab an meinem Körper gerade, oder? Ey, Leute! Ist das... Hä? In meiner Schüssel ist so viel drin, was ich nicht da reingetan habe. Ich glaube, ich bin fertig. Sind die Schokoraspeln leer? Ich glaube, die sind alle bei mir drin. Vor dir, Ju. Hey, du hattest doch auch schon Zucker. Nein, das war der andere Zucker. Ja, aber ist doch egal, was für ein Zucker. Nee. Zucker ist so, ey, du hast... Die beiden sich voll am Streiten. Ich so versuche noch zumindest konzentriert zu bleiben. Funktioniert gar nicht. Auf den Tisch gestellt, dann ist es ja wohl Zucker. Nein. Ey, kann ich Salz weglassen? Du kannst machen, was du willst. Oder habe ich das schon drin? Ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Ich habe die Margarine drin, ich habe Mehl drin. Ich habe ein Päckchen, zwei Päckchen Vanillezucker. Ich habe eine Prise Salz. Ich habe Zucker und ich habe Schoko. Raspeln. Ist ja mega gut. Ihr habt ja keinen Zucker, benutzt noch zu. Ja, ich hab den nicht gefunden. Ach man, Leute, ich krieg die Schokolade auch. So geil, wenn man sich so anschaut, aber nichts sehen kann. Was? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ey, kein Scheiß, ich glaube, das ist ganz geil. Echt? Ja. Ey, bei mir ist es einfach nur Mehl. Ey, nimm mal. Ey, ich glaube, ich bin fertig. Hä, echt schon? Ja. Sollst du den Ball machen? Aber weil ich den Ball habe, kann niemand mehr was da reinschütten. Wenn ich es jetzt in der Schüssel lasse, dann kann auch irgendwer was reinschütten. Aber so... Ey, das ist so dreckig. Ne, Reese ist so dreckig manchmal. Der boykottiert und sabotiert alle unsere Schüssel. Und der so, ja, okay, bei mir kann jetzt niemand mehr was reintun. Weil alle anderen ja unfair spielen. Ich bin klug. Im Kopf. Ist das hier brutal? Okay. Was denkst du? Wie ein leckerer Keks, was du da hast. Boah. Echt jetzt? Es sieht so aus. Ich glaube, ich habe zu viel Zucker jetzt. Ich weiß nicht, aber eure Kekse haben alle eine andere Farbe. Welche Farbe sieht denn am gesündesten aus? Ich finde die von Ju. Echt? Ja. Nee, ich glaube, die von Julia. Aber ich weiß, was bei Julia drin ist, was sie nicht weiß. Deswegen will ich jetzt nicht essen. Oh nein, ist da so viel Salz drin? Hat da jemand Salz reingetan? Geh weg von meinem Teig. Ja, ich schmeckt voll gut. Ja, ich schmeckt echt voll gut. Mal kurz so eine Schokoladentafel. Ich halte meinen Keksteig jetzt in der Hand, damit niemand mehr Salz oder was auch immer hinzufügen kann.
Sehr weise. Und ich sage, ich bin fertig. Was macht ihr? Seid ihr auch fertig? Ich dekoriere schon meinen Keks. Du da jetzt noch so kleine Schoko-Stückchen rein. Hä, wieso liegt hier so viel Scheiße auf dem Tisch? Ey, zu stressig, ey. Ich will diese Brille gar nicht aus. Ich hab so Angst gerade. Also der erste... Das ist doch kein Keks. Das hier? Das ist ein Ball. Das ist ein Knödel. Also ich habe zwei Kekse. Ich hab einen Keks. Warum lacht ihr denn so? Das sind halt einfach Brote. Weil hier so viel Zucker drin ist, wird eh karamellisiert. Wer hat das? Okay, wo ist hier das Backblech jetzt? Ja, warte, ich komm vorbei. Wieso? Gib mir mal den ersten Keks hier. Da, ja. Julia, einmal das hier, ja. Vielen Dank. Einmal dein Brot hier. Warte, hier, weiter nach links. Komm nicht dran. Nicht kaputt machen. Oh, das klang schon, als ist kaputt gemacht. Warte, ich habe noch einen Jotti. Der ist richtig. Ein Jotti. Der ist geil, ne? Perfekt. Wer hat dann aufgeräumt? Ja, wir alle halt. Aber safe ist jetzt immer noch Mehl da unten irgendwo. Mit irgendwelchen fucking denkmalgeschützten Fugen. Wollt ihr vorher eure Kekse sehen? Ja. Ja. Dürfen wir jetzt abnehmen? Ja. Okay. Boah, das ist Schock, ey, Schock. Bei mir, ich bin so ein aufgeräumter Dude, ne? Ich mag es gerne, dass es sauber ist einfach, ne? Und das ist für mich Chaos, ist für mich Chaos halt einfach. Ja. Oh mein Gott. Ich sehe es und du denkst so. Boah. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Scheiße, was ist passiert? Ey, come on, Jesus Kekse. Und der? Julias Kekse? Juice Kekse. Scheiße. Ey, darf ich da nochmal reindrücken? Na, ich glaube, der ist zu dick. Hallo. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Peace. Wir haben aufgeräumt. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade erst erkannt, wie heftig unfair Rezo gespielt hat. Du Pisser. Ja, noch die sind halt noch komplett weich. Ja, aber zeig trotzdem mal. Einfach ein großer Keks. Ey, das hier... waren mal Kekse. Das hier ist Rezo. Das hier ist Julia. Und das ist Ju. Also ich finde, von der Farbe ist das von Ju auf jeden Fall besser, weil du hast so hohe, dass das hier, glaube ich, noch halbflüssig ist. Aber das hier sieht so knusprig aus. Mm. Ja, aber das sieht schon fast ein bisschen zu knusprig aus. Und deins sieht einfach... Meins kann ich nicht einschätzen, weil meins war vorher schon braun. Okay, wir machen in irgendeiner Reihenfolge. Beide kriegen zuerst eines, dann das andere, dann das nächste. Und dann müssen sie beide eine Zahl sagen. Mm. Beide halten. Du hast gerade Hunger auf Keksteig. So mega gut hat das jetzt nicht geschmeckt. Wir haben es trotzdem komplett aufgegessen, weil wir einfach den ganzen Tag Hunger hatten einfach. Aber... wenn ich jetzt daran denke, diesen Keksteil so nebenbei noch zu snacken, könnte ich kotzen, war, könnte ich wirklich kotzen. Irgendein Keks war auch irgendwie, also irgendein Biss war auch so fucking extrem salzig, war einfach so ein Klotz Salz drin. Da hatten wir nicht mal gefilmt, das war schon im anderen Video, keine Ahnung, ob es drin ist. Hand. Ah! Dieter, gib mir deine Hand. Das probieren wir jetzt, ne? Ja, ich bin dabei. Also, Thomas ist schon fast fertig. Also, das ist der erste Keks. Sehr knusprig. Mhm. Mag ich. Finde ich geil. Okay, seid ihr bereit für den zweiten? Ja. Ist in meinem Mund oder in meiner Hand? In deiner Hand. Oh. Ja, da. Flüssig. So, das ist jetzt Nummer zwei. Mhm. Ah, okay, was hier nicht drin ist, ist, ich habe ganz klar nochmal das eine Piece auserkoren mit dem Stück Schokolade drin, wo die Schokolade in der Mitte zerschmolzen ist, ja. Draußen so knusprig, immer noch leicht warm und innen hast du noch so puddingmäßig, wahrscheinlich Pudding, oder? Einfach noch so dieses zart zerflossene, zart bitter Schokolade. Diese Schokolade meine ich mega. Oder ist halt schon sehr schokoladig. Kam nicht so gut an anscheinend. Aber einfach, ich trinke gerade Kakao. Ist doch geil! Jetzt das Letzte. Mhm. Bei dem fehlt mir irgendwas, ich weiß nicht. Ja, der Keks. Ich habe auch ein Zuckerbrot. Nee, der ist scheiße. Also ich habe einen klaren Gewinner. Nee, nicht ganz klar, aber ich habe einen Gewinner. Ihr sagt jetzt gleichzeitig die Zahl, die ihr am besten fangt. Okay. 1, 2 oder 3 in 3, 2, 1. 3. 1. 3 und 1. Drei? Mies! Ich mag so knusprig nicht. Ich muss auch bei dem Keks mal Milch haben. Und die Milch hatte ich quasi im Keks schon mit drin. Ja, die Gewinner. Ich war die 1. Du hast die 1! Ich war die 1, Julia war die 3. Warte, wo ist er denn? Und er ist schon wieder weg. So, Leute. Somit hatte ich das Backen auch für mich dann geklärt. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video. Also es war so toll. Finde ich auch. Ich wollte nicht unterbrechen. Supportet das Video. Supported den Creator. Das folgt Julia auf ihrem OnlyFans. Ja. Hast du wirklich? Läuft gut. Das würde extrem krank laufen. Alter, wenn Julia OnlyFans machen würde, das würde explodieren. Aber sie ist 8 Jahre, also Leute, hört auf, so krank zu denken. Trotzdem, Gigi, danke. Folgt ihr auch in Real Life einfach? Ja. Es wäre so funny, wenn ihr der Julia in Real Life aber folgen würdet. Wenn sie einkaufen geht zum Beispiel.
beenden das jetzt hier. Schaut noch bei den Videos von den beiden vorbei. Die sind da unten verlinkt. Tschüss. Tschüss. Ey, wir müssen ein Like da lassen. Und wir müssen einen Kommentar da lassen. Wir müssen wieder sowas kreieren, dass die Leute sich denken, Alter, was? Was? Ich will wissen, was gemeint ist. Wir müssen jetzt alle gemeinsam nachdenken. Wir müssen irgendwas schreiben, was Fragen aufwirft in der kompletten Community von der Julia und es gibt keine Antwort darauf. Es ist einfach nur ein Troll. Aber wir müssen alle gemeinsam schreiben, boah, krass, stimmt. Und alle werden fragen, ja, was stimmt? Okay, wir machen das so. Heftig, dass Julia das nicht gesagt hat. Oha, als ob du es rausgeschnitten hast. Das ist auch nicht schlecht. Dann wollen die Leute eine Szene sehen, die halt nicht existiert. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Am Ende juckt es niemanden. Ey, gar nicht. Das war mega krass letztens Mal, wo wir es gemacht haben. Okay, heftig, dass Julia das nicht gesagt hat. Ey, und wir müssen jetzt alle schreiben. Was? Was hat sie gesagt? Ey, 10 Kommentare kriegen wir hin. Alter, 67 Kommentare schon. Alter, wie krank seid ihr? Heftig. Einfach 67 Kommentare. Beste Community. Okay, dann lassen wir das einfach mal gedeihen. Ja, diesen Kommentar und die Reibung der Fragen, die jetzt hier entstehen wird. 276 Kommentare schon. Holy shit. Was geht denn bei euch ab? Ey, Julia fragt sich gleich. Julia schreibt mir bestimmt gleich eine Sprachnachricht. Was meinst du genau? Ey, ihr macht alle mit. Ey, wie ihr alle mitmacht. 500 Kommentare. Alter. In einer Minute. Sick. Viel zu sick. Einfach viel zu sick. Ihr seid einfach viel zu sick. Wir chillen am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad, ey, fuck my life. Urlaub daheim, spring einfach rein. Ein Mai Tai, ach komm, mach drei. Wir chillen am Pool, komm.